Ja, willkommen auch an alle, die in der Aufzeichnung zuschauen. Wir haben heute das 11. Tutorium, beziehungsweise das 12., wenn man das 0. mitzählt. Gleich zunächst eine kurze Ankündigung. Der nächste Montag ist ja der Pfingstmontag, das heißt, da werden wir uns nicht sehen, da ist frei und es geht dann weiter. Ich glaube, der 14. ist, schauen wir gleich mal im Kalender, ich ist ganz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, der 14. Juni, na, Entschuldige, 13. Juni. 13. Juni ist dann unser nächster Tutorialstermin. Und wie ich gerade den Kolleginnen und Kollegen hier live gesagt habe, eine Woche später, Entschuldige, am 21.06. ist dann eine Präsenz, Sprechstunde vor der Klausur. Gut, womit werden wir uns heute beschäftigen in unserer Tutoriumszeit? Naja, wir bestimmt schon gesehen habt oder vermuten werdet, wir werden uns heute mit der Integralrechnung beschäftigen. Und das ist ein bisschen eine seltsame Sache, wie ihr vielleicht auch schon darüber nachgedacht habt. Jetzt haben wir schon viele, viele Wochen Mathematikstudium oder ihr habt viele Wochen Mathematikstudium, jetzt kommt die Integralrechnung und es sieht einmal auf den ersten Blick überhaupt nicht nach dem aus, was ihr aus der Schule unter der Integralrechnung gelernt habt. Die Gründe dafür, die kann ich euch ein bisschen näher bringen, hoffentlich. Denn die Integralrechnung, so wie sie in der angewandten Mathematik benötigt wird, die lässt sich eigentlich mit recht einfachen Methoden handhaben, die ihr schon aus der Schule kennt. Ja, also wenn ihr einen Physiker oder eine Ingenieurin trefft, dann arbeiten die im Wesentlichen mit dem Integralbegriff aus der Schule, dem Riemann-Integral. Und auf der Uni sieht man das, also Entschuldige, im Mathematikstudium sieht man das ein bisschen anders auf, weil sich herausstellt, dass für gewisse Sachverhalte, gerade Sachverhalte, die vielleicht ein bisschen abstrakter und komplexer sind, der altbekannte Integralbegriff einfach nicht mehr ausreicht. Ja, also da kann man viele Dinge nicht mehr machen und ihr seid jetzt sozusagen gerade am Startpunkt dessen, leistungsfähigere Integralbegriffe einerseits zu lernen und andererseits eigentlich vor dem noch, dass die Integralrechnung auch wirklich auf ein Fundament gestellt wird. Ihr müsst wissen, die Integralrechnung ist im Wesentlichen nach allem, was man historisch rekonstruieren kann, eigentlich schon seit der Antike, also seit dem antiken Griechenland bekannt, zumindest in den Grundwesenszügen und ist dann eben so richtig ausgebaut eigentlich erst worden im späten 17. Jahrhundert, ja, und 18. Jahrhundert vor allem. Ja, irgendwann hat man dann einfach diese Grenzen erreicht, die man mit intuitiven Begriffen überhaupt beschreiben kann. Und jetzt, ach so, da kann jemand nichts hören. Nachdem mich aber die anderen scheinbar hören können, dürfte es nicht an mir liegen. Ich frage nochmal nach, können mich die anderen hören? Okay, ja, tut mir leid, das ist in dem Fall nicht, liegt nicht an mir. Ja, einfach die Audio-Optionen durchchecken. Gut, ich mache in der Zwischenzeit schon einmal weiter. Also, Integralbegriff, den wir hier entwickeln, der versucht, das wirklich auf das Fundament zu stellen, mit dem wir die Analyse schon begonnen haben. Also, das ist das Ganze über die mengentheoretische Sprache und Formalismus und diese topologischen Grundlagen, die ihr da schon gelernt habt, die werden da mitverarbeitet. Ja, und da schauen wir jetzt eben, werfen wir einen genaueren Blick drauf. Ich zeige mal wieder das Arbeitsblatt, kurz hatte ich es schon offen, zeige ich mal her. Wir werden vor allem drei wesentliche Dinge machen, schauen, wie weit wir kommen. Das letzte Beispiel ist ein ganz kurzes, das können wir am Ende noch drüber streuen oder auch nicht. Und beginnen will ich mit etwas Anschaulichem. Ja? Also jetzt, auch wenn das abstrakte Dinge sind, die wir hier machen, und da sage ich vielleicht noch kurz was dazu, also diese ein bisschen abstrakteren Integralbegriffe, die werden wir jetzt nicht in der angewandten Mathematik so häufig finden, sondern die sind wirklich dazu da, um die Theorien, die mathematischen, zu entwickeln. Und gerade in der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, da stößt man relativ rasch an Grenzen, wo man ohne diese Begriffe nicht mehr weiterkommt.
Und trotz der prinzipiellen Abstraktheit will ich eben was Anschauliches machen. Etwas, das schon aus der Schule gewisse Bekanntheit hat, nämlich das Integral von einer der einfachsten Funktionen, x Quadrat, mit dem neuen Integralbegriff. Und da geht es um das sogenannte Cauchy-Integral oder Integral von Treppenfunktionen, könnte man sagen. Das ist so einer der grundlegenderen Integralbegriffe, auf den wir da mal diskutieren. Also das Cauchy-Integral von der Funktion x² wollen wir finden im Intervall von 0 bis zu einer Zahl b größer 0. Und da schauen wir uns mal diese Funktion an. Also das ist jetzt auch nichts weltbewegend Neues, wie wir uns das vorstellen können. Also das habt ihr sicher schon einmal auch in der Schule in ähnlicher Form gesehen. Also wir haben da diese Funktion x², die ich da versuche zu zeichnen. Das ist am PC leider immer wahnsinnig hässlich. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, da gut, das kann man, glaube ich, kann sich sehen lassen. Also das ist die Funktion x². Wir wollen die nicht auf ganz R anschauen, sondern nur bis zu einer Stelle b. Und die Idee ist jetzt die folgende. Von diesem Cauchy-Integral und den Treppenfunktionen, dass wir eine Folge von Treppenfunktionen finden auf einer Intervallzerlegung. Und diese Folge von Treppenfunktionen soll gleichmäßig gegen die Funktion f konvergieren. Wenn das nämlich der Fall ist, dann kann ich über einen Grenzwert einer Summe, ja, schauen wir dann noch genauer an, das Integral, das Cauchy-Integral berechnen. Wie schaut das aus? Wir brauchen dazu ein paar Begriffe. Zunächst einmal die Treppenfunktion. Die Treppenfunktion, die nenne ich jetzt hier phi n, soll auch in unserem Fall jetzt in diesem Intervall definiert sein und in die reellen Zahlen abbilden. Ja. Und die hat nur endlich viele Funktionswerte. Gut, damit ist eigentlich schon so ziemlich alles beschrieben, weil, oder Treppenfunktion phi, ja, bleiben wir beim Namen phi ein. Damit ist schon fast alles beschrieben, weil wir haben hier ein überabzählbares Intervall. Ja, da sind überabzählbar viele Zahlen drinnen und wenn die jetzt nur endlich viele Funktionswerte hat, dann muss gelten, dass die stückweise konstant ist. Ja? Also die könnte dann so ausschauen, vielleicht stückweise konstant. Ja? Das ist der Charakter von dieser Treppenfunktion. Deswegen heißt sie auch so. Ja? Die Treppenstufen, also die senkrechten Striche, die stimmen natürlich nicht. Weil, ihr wisst ja, ich kann ja immer nur einen Funktionswert an einer Stelle haben, aber ich glaube, die Idee ist klar. Und jetzt suchen wir eben eine Zerlegung, die uns diese Sprungstellen der Treppenfunktion angibt. Ich werde da mal eine einzeichnen, und zwar eine ganz spezielle. So, was nehmen wir da für Farbe? Nehmen wir Violett. Zerlegung von einem Intervall, damit ist gemeint, oder Partition sagt man auch dazu, dass ich im Prinzip das Intervall von 0 bis b in unserem Fall zerteile in Teilmengen. Und diese Teilmengen, die sind paarweise disjunkt, das heißt, sie haben keine gemeinsamen Elemente. Und die zweite Eigenschaft von so einer Partition im allgemeinen Sinne ist, dass die Vereinigung dieser Teilmengen wieder das Intervall liefert. Das schreibe ich jetzt auch einmal hin. Also wir brauchen ja schließlich ein paar Definitionen. Partition, Zerlegung, ganz in allgemeiner Weise, das kennt ihr auch schon aus dem Wintersemester, glaube ich, sofern ich das in Erinnerung habe, einer Menge m ist
eine Menge, ich nenne jetzt Z, Teilmenge der Potenzmenge. Na, das P gefällt mir nicht. Machen wir so. No. Aber wir machen noch nicht dieses Potenzmengen P immer, das vergesse ich immer. Ja, ist ja wurscht. Ja? So, das gefällt mir. Ja? Potenzmenge von M. Also dieses Z ist eine Menge von Teilmengen der Menge M, für die gilt, erste Eigenschaft, für alle A Element Z, also für jede Teilmenge von M, die in der Zerlegung drinnen ist, entschuldige, A und B, zwei Teilmengen brauche ich, gilt es in paarweise disjunkt. Das heißt, A geschnitten B ist die leere Menge oder A ist gleich B, könnte man sagen. Ja, das ist eine Möglichkeit, das aufzuschreiben. Na gut, wenn A gleich B ist, dann ist natürlich der Durchschnitt nicht leer. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Durchschnitt leer. Ja. Paarweise disjunkt. Und die zweite Eigenschaft, Entschuldigung, noch kurze Anmerkung zum Punkt Nummer 1. Man könnte hier auch schreiben, aus A ungleich B folgt A geschnitten B gleich die leere Menge. Ja, das ist so könnte man das auch aufschreiben und entsprechend notieren. Die zweite Eigenschaft ist einfach, dass die Vereinigung über alle Mengen in Z drinnen wieder M selber ergibt. Ja, das ist einmal die Partition im allgemeinen Sinne. Und die Partition eines Intervalls könnte man aufschreiben als eine Folge von Zwischenstellen. So habt ihr es auch in der Vorlesung gesehen. Interpretiert als Menge Z gleich. Ja, und diese Menge Z gleich ist eben die Vereinigung von so lauter Teilintervallen. X0 bis X1 vereinigt mit X2 bis X3 vereinigt mit und so weiter und so fort. So, dass am Endeffekt, also da muss ich offene Klammer, man muss natürlich jetzt da, man sieht ja bei diesen Zwischenstellen, die uns die Grenzen von diesen Teilintervallen, von diesen Teilmengen angibt, muss man sich jetzt entscheiden, wo man die Intervallgrenzen dazu nimmt, aber das ist nur eine Formalität. Ja, das interessiert uns eigentlich nicht so sehr. Gut, und jetzt sehen wir natürlich, Entschuldigung, ich habe da einen Blödsinn hingeschrieben. Das tut mir jetzt leid, da gehört nämlich nicht die Vereinigung. Das ist ja eine Menge. Ja, das ist ein Problem. War schon einen Schritt voraus. Also in dieser Zerlegung sind diese Mengen da drinnen, diese Teilintervalle. Und wir sehen sofort, dass natürlich diese Eigenschaften da oben, 1 und 2, erfüllt sind. Ja. Und wenn wir jetzt von einem Partitionsintervall sprechen, brauchen wir also nur diese Zwischenstellen anzugeben. Und dann ist eigentlich schon alles gegessen. Ja, dann ist schon alles erfüllt. So, das ist jetzt einmal ein bisschen was Allgemeines gewesen. Und jetzt gehen wir wieder konkret zurück zu unserem Beispiel. Denn wir wollen hier, das steht ja auch hier ein bisschen so drinnen in der Aufgabenstellung, wir wollen eine Partition finden und eine passende Treppenfunktion. Und diese Partition, was die uns nämlich erlaubt, die erlaubt uns, die Treppenfunktion auch einfach hinzuschreiben, wenn man sagt, in jedem der Teilintervalle hat die Treppenfunktion einen bestimmten Funktionswert. Ja. Wir sehen, jede so eine Zerlegung da unten, in dem Fall sind es endliche Zerlegungen, könnte man natürlich auch unendlich eine unendliche Zerlegung definieren, aber wir interessieren uns nur für die endlichen.
ich habe hier nur endlich viele Teilmengen da drinnen, endlich viele Teilintervalle. Das heißt, wenn ich jetzt sage, in jedem dieser Teilintervalle hat unsere Treppenfunktion halt einen Funktionswert. Und die Zwischenstellen, was die für einen Funktionswert haben, die suche ich mir halt aus. Irgendwie so. Das ist natürlich keine brauchbare, die ich da gerade einzeichne. Ja, aber so, prinzipiell wollen wir solche Treppenfunktionen konstruieren. Und in dem Fall mache ich das ganz speziell und geschickt mit einer sogenannten äquidistanten, also in gleichen Abständen formulierten Zerteilung. Ja, ich zeichne das einmal ein. Hätte ich hier die Stützstelle, also die Zwischenstelle x0, hier hätte ich x1, x2, x3, x4, x5 und x6 ist quasi die obere Intervallgrenze. Ja, das sollte ich vielleicht oben noch dazu schreiben. Partition eines Intervalls a bis b und es soll gelten x0 gleich a, xn gleich b. Ja, weil sonst gilt es ja nicht, dass die Vereinigung unbedingt m wieder ergibt. So, was machen wir jetzt? Jetzt überlegen wir uns mal rein heuristisch, ohne dass wir da gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Mit der Schulvorstellung, wenn ich das eine Treppe, also diese blöde Farbe, nehmen wir lieber rot. Wenn ich das eine Treppenfunktion einzeichne, hier jetzt wie gesagt in rot, wo, lasst mich kurz mal überlegen, ja, machen wir das so. Eine Treppenfunktion, wo ich über die Länge von einem dieser Teilintervalle, die alle die gleiche Länge haben, deswegen heißt es ja äquidistant, immer den Funktionswert von f am Anfang des Intervalls besitzen. So würde das dann ausschauen. Okay. Und dort, wo ich das Kugel zeichne, das volle Kugel, wird der entsprechende Funktionswert erreicht. Dort, wo das Kugel offen ist, wird er eben nicht erreicht. Also das ist jetzt eine Zerlegung, die ich da einfach mal reingezeichnet habe. Und es fällt jetzt hoffentlich euch nicht schwer, euch vorzustellen, dass wenn ich diese Zerlegung noch viel, viel feiner mache, also wenn ich viel mehr Zwischenstellen dazu nehme, dass dann die Fläche, die unterhalb von diesen Strichen sind bis zur X-Achse, ich zeichne das jetzt mal einer so Säule, also alles, was da in diesen Rechtecken da drinnen liegt, dass diese Fläche dann gegen die Fläche unter der grünen Kurve konvergieren wird. Ich hoffe, das ist intuitiv noch verständlich mit dem, was ihr schon aus der Schule kennt. Ja? Ich werde das jetzt hier allerdings wieder weglöschen, sonst wird es zu unübersichtlich. Das ist einmal die Idee von dem Ganzen. Ich suche so eine Treppenfunktion, die ich nach einer Systematik beschreiben kann, sodass ich sie immer weiter verfeinern kann. Ja? Und diese Verfeinerung, die liefert mir dann so, ach Gott, was habe ich denn da gemacht? Das gibt es ja nicht. Oh, jetzt ist meine Funktion weg, das ist ja eine Katastrophe. Das Gute ist, ich kann sie von oben kopieren. Kommt das hin? Ja, das geht. Okay, ich weiß auch nicht, warum die da verloren gegangen ist, unsere Funktion f. Aber wir haben sie wieder gefunden. Gut, also diese Treppenfunktion, die will ich einfach, da will ich eine Folge von Treppenfunktionen finden, die mir dann tatsächlich diese Fläche unter der Kurve beschreibt, weil sobald ich die Treppenfunktion habe, kann ich sagen, ich multipliziere den Funktionswert der Treppenfunktion, das ist ja dann gleichbedeutend mit der Höhe von diesem Rechteck, ja, von dem ich vorher gesprochen habe, und die multipliziere ich dann mit der Intervallbreite, das summiere ich auf, ja. Und das ist dann eine endliche Summe. Mit denen kenne ich mich aus. Ja? Also mit denen kennt ihr euch jetzt auch schon aus. Und diese endliche Summe kann ich auch problemlos ausrechnen. Und die soll mir dann im Grenzfall, wenn ich also dann doch den Grenzübergang mache,
die Fläche unter der Kurve beschreiben. Das geht aber nicht ohne eine Bedingung, nämlich dass diese Folge von Treppenfunktionen gleichmäßig gegen die Funktion f konvergiert. Und das exerzieren wir jetzt einmal durch. Wir beginnen einmal einerseits mit, wie gesagt, der äquidistanten Zerlegung. Und äquidistant heißt ja mit gleichen Abständen. Äquidistante Zerlegung von, also Zerlegung oder Partition, wie gesagt, ist eine endliche Folge von Zwischenstellen von Intervall 0 bis b. Und die bekomme ich, wenn ich sage, x i, oder nehmen wir, sagen wir xk, ja? Xk ist gleich. Naja, was will ich haben? Ich will zunächst einmal hier, also die Zwischenstellen, die will ich berechnen hier. Ich muss zuerst das ganze Intervall zerlegen in 6 Teilintervalle. Das gelingt mir, weil ich habe 7 Zwischenstellen. Ja? Die 0. bis zur 6. sind genau 6 Teilintervalle, die ich da bekomme. Das heißt, ich muss diese Länge von dem Intervall einmal dividieren durch 6. Was bekomme ich dann, wenn ich diese Länge dividiere durch 6 oder allgemein eben durch n, ja, bekomme ich die erste Zwischenstelle. Das ist ja dann genau ein Sechstel oder ein Entel. Und wenn ich diese Zahl dann multipliziere mit k, dann bekomme ich die kte Zwischenstelle. Das ist die Idee. Intervalllänge ist natürlich b minus a oder in dem Fall b minus 0 geteilt durch n multipliziert mit k. Ja, also b durch n mal k. Für 1 kleiner gleich k kleiner gleich, na eigentlich, entschuldige, 0 kleiner gleich bis n. Das geht für alle. Ja. Das hat dann den Effekt, dass natürlich, wenn ich 0 einsetze, dann habe ich b durch n mal 0 ist 0. Und xn ist dann b durch n mal n ist b. Das gilt auf jeden Fall einmal. Ich werde das vielleicht auch gleich hier violett markieren, dass man sieht, das gehört da dazu. Ja, das ist jetzt einmal nur die Zerlegung. Was will ich dann weiters haben? Ich will diese Treppenfunktion genauso definieren, wie ich sie hier rechts eingezeichnet habe. Das wäre jetzt in dem Fall die Treppenfunktion phi 6. Ja, die Treppenfunktion phi 6. Die soll immer den Funktionswert haben am Intervallbeginn bis dann zum Intervallende. Und diese Funktion, also phi n, die geht von 0 bis b, also im gleichen Intervall in die reellen Zahlen. Und jetzt muss ich die jetzt stückweise definieren, weil die ist ja stückweise konstant. Das heißt, phi n an der Stelle x ist gleich. Naja, ich muss einmal schauen, in welchem Intervall bin ich. Wenn ich jetzt im Kartenintervall bin, das heißt, ich werde da Fallunterscheidung übrigens brauchen, Kartenintervall, das heißt, xk kleiner gleich x kleiner xk plus 1, wenn ich da dazwischen bin. Ich sage, ich nehme den Funktionswert vom Intervallbeginn von f. Das ist dann f von xk. Das, so definieren wir die halt. Jetzt sehen wir allerdings, für die allerletzte Stelle, also für die Stelle x6, die ist da noch nicht mitdefiniert, das heißt, die muss ich noch wählen und die habe ich so definiert, dass ich hier, also in der Grafik, die hat den gleichen Funktionswert wie links davon. Das heißt, die hat dann den Funktionswert f von xn minus 1 für den Fall, dass x gleich xn ist. Ja? So, und das ist es im Wesentlichen. Jetzt haben wir unsere Funktionenfolge definiert, abhängig von eben dem Index n. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt schauen wir unser Kochrezept an.
fürs Cauchy-Integral, das werde ich vielleicht dann noch hinschreiben. Jetzt weiß ich, ich bin jetzt ein bisschen sparsamer mit der Zeit. Wir schauen einfach rein in unser Skript und ich glaube, das ist hier da 13.05. Da haben wir es schon. Ja? So, das kopiere ich jetzt einfach frecherweise raus. Ich hoffe, das lässt sich in der Größe noch lesen. Also da steht, sei f eine Regelfunktion auf dem Intervall von a nach b und phi n eine Folge von Treppenfunktionen, die gleichmäßig gegen ab konvergiert. Okay? Das heißt, der nächste Schritt ist, dass wir die gleichmäßige Konvergenz überprüfen. Und gleichmäßig konvergent, da erinnern wir uns, das würde bedeuten, dass an jeder Stelle im Intervall die Konvergenzgeschwindigkeit gegen die Funktion f gleich groß ist. So, wie machen wir das? Das machen wir am besten so, indem wir uns überlegen, wo wird denn die Konvergenzgeschwindigkeit bei dieser Funktion am langsamsten sein. Also mit Konvergenzgeschwindigkeit meine ich jetzt einfach die Zeit, bis der Index n so groß ist, dass der Abstand zwischen f und der Treppenfunktion kleiner einer Zahl epsilon wird. Ja? Und wir wissen jetzt, diese Funktion f, die Funktion x², die ist erstens einmal streng monoton wachsend, zweitens ist sie sogar konvex. Das heißt, die Änderungsrate, also die Steigung, wird mit der Zeit größer. Das heißt, die größten Unterschiede zwischen den Funktionswerten, die werden wir immer da ganz rechts messen. Ja? Immer. Ich hoffe, das werde ich jetzt nicht ganz genau ausführen, aber ich hoffe, das ist klar. Also eigentlich brauche ich mir nur anschauen, was dort an der Stelle b passiert. Dort ist die größte Abweichung, ja, oder größte Diskrepanz. Zwischen Funktionswerten von f und phi n wird stets in x gleich xn gleich b zu finden sein. Warum? Da f streng monoton wachsend ist und konvex. Ja. Das heißt, die Änderungsrate wird größer. Gut, das wissen wir jetzt. Jetzt brauchen wir also nur diese Stelle anschauen und wir suchen uns eine Epsilon-Schranke aus. Ja. Also die brauchen wir sowieso, um eben diese gleichmäßige Konvergenz zu zeigen. Gut, betrachten wir also einmal die Differenz der Funktionswerte. Betrachte für x gleich b die Differenz der Funktionswerte vom Betrag. Also Betrag f von x minus phi n von x. Und da kann ich einfach einsetzen. Ich habe hier x Quadrat, in dem Fall b Quadrat, ja, weil ich setze ja gleich b ein. B Quadrat minus, und was ist jetzt phi n von x? Phi n von x haben wir so definiert, das ist der Funktionswert an der Stelle, also wir schauen ja an der Stelle b hin, und an der Stelle b habe ich f von x n minus 1 als Funktionswert. Ich schreibe es vielleicht noch einmal ein bisschen genauer hin, damit da keine Information verloren geht. Das ist also f von b. Und phi n von x ist f von xn minus 1.
Ja. Oder das ist, wie gesagt, einfach phi n von b. Und das kann ich jetzt hier einsetzen. Ja. Jetzt habe ich b Quadrat und abziehen durch davon, naja, was ist f von xn minus 1? Xn minus 1, diese Stützstelle, die bekomme ich, wenn ich da oben n minus 1 für k einsetze. Ja. Und das setze ich dann ein in die Funktion und quadriere das Ganze. Mehr muss ich nicht tun. Also ich habe hier b mal n minus 1 geteilt durch n zum Quadrat. Ja. Was ich da sofort sehe, ich kann das b herausheben vor dem ganzen Betrag. Dann steht hier nur noch 1 minus n minus 1 Quadrat durch n Quadrat. Okay. Und da rechne ich jetzt ein bisschen weiter. Also da werde ich jetzt einfach den Turbo einlegen. Das ist jetzt nur ein bisschen rechnen und auch nicht wirklich schwer. Da kürzt sich gleich was raus, wenn ich da auf den gleichen Nenner erweitere. Ich sehe natürlich, das sage ich vielleicht gleich dazu, also durch n Quadrat. Und das ist natürlich kleiner als 1, das heißt, ich kann den Betrag gleich weglassen. Ist auch aus der Skizze ersichtlich, dass diese Differenz positiv sein muss. Ich bringe das jetzt im gleichen Nenner. Das heißt, ich habe hier n Quadrat minus und die Gamma multipliziere ich aus mit der binomischen Formel. N Quadrat minus 2n plus 1 und das Ganze geteilt durch n Quadrat gleich. B Quadrat, naja, es kürzt sich nicht im Zähler dann was weg. Nämlich die beiden, die kürzen sich weg. Und dann bleibt übrig 2n minus 1 durch n. Das Ganze nochmal durch n Quadrat. Ja, das ist jetzt offensichtlich, das geht gegen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Stimmt das noch alles? Ja, nein, das passt schon. Ich werde es trotzdem, ich werde es vorher nochmal abschätzen. B Quadrat mal. So, ich kann da noch abschätzen gegen 2n durch n Quadrat. Das ist klar, weil wenn ich da im Zähler was abziehe, ist das sicher kleiner. Also entschuldige, da fehlt das kleiner Zeichen. Das ist also kleiner als das da unten. Also 2b Quadrat durch n steht hier. Und wenn ich das jetzt kleiner setze als Epsilon, dann sehe ich, diese ganze Ungleichungskette, die gilt dann, wenn n größer ist als 2b Quadrat durch Epsilon. Ja. Was habe ich jetzt gemacht? Ich hoffe, es war soweit verfolgbar. Ich habe Folgendes gezeigt. Das gilt. Ja, und wir haben ja zu Beginn schon notiert, der größte Unterschied zwischen den Funktionswerten von f und von phi n ist an dieser Stelle ganz rechts. Das heißt, die Differenz der Funktionswerte f von x minus phi n von x, ja, und schreiben wir vielleicht gleich dazu, es gilt für alle x aus dem Intervall. Die Differenz der Funktionswerte an irgendeiner Stelle x ist sicherlich kleiner gleich der Differenz der Funktionswerte ganz rechts an der Stelle b, ja, an der Stelle xn. Und die ist kleiner Epsilon für n größer b Quadrat durch 2b Quadrat durch Epsilon. Ja. Und weil wir eben das zeigen konnten, konvergiert diese Funktionenfolge gleichmäßig gegen die Funktion f. Weil eben ich für jede Fehlerschranke Epsilon finde ich einen Index, der muss einfach nur größer sein als diese Zahl hier. Ja. Und diese Zahl hängt überhaupt nicht ab von irgendeiner Stelle, die man betrachtet. Ja. Für Indizes n größer als diese Zahl gilt, dass diese Funktionswertdifferenzen überall sicher kleiner sind als die Fehlerschranke. Ja, das ist damit gesichert. Und das meine ich, habe ich vorher gemeint, mit der gleichen Konvergenzgeschwindigkeit der Funktionenfolge.
Bei der punktweisen Konvergenz ist es überhaupt nicht der Fall. Da kann sein, und das haben wir schon ein paar Mal besprochen, dass für verschiedene Stellen x diese Bedingung hier völlig anders verläuft und vielleicht völlig andere Größenordnungen erfordert. Ja? Also das ist damit gemeint. Also hier wird die gleichmäßige Konvergenz gezeigt. Phi n konvergiert, also die Funktionenfolge müsste ich schreiben. Die konvergiert gleichmäßig gegen f. Ja. Das habe ich jetzt gezeigt. Und wenn wir da jetzt hinschauen, jetzt sind alle unsere Voraussetzungen erfüllt, dass wir das Cauchy-Integral berechnen können. Denn wenn ich jetzt, und das ist jetzt hier nicht angeführt, aber ich schreibe das da dazu, das Integral von einer Treppenfunktion ist definiert als die Summe, wie schreiben wir das jetzt am besten hin? Die Summe aller ci mal Delta ci. Ja, oder Delta xi ist besser. Ja. Delta ci mal Delta xi für i gleich 0 bis n minus 1, wenn wir insgesamt n Intervalle haben. Ja. Also was ich da mache, ich nehme, weil die Treppenfunktion natürlich immer nur endlich viele Funktionswerte hat, nämlich die Funktionswerte ci. Die Funktionswerte ci in den Intervallen von xi bis xi plus 1. Ich multipliziere jetzt diese Funktionswerte mit der zugehörigen Intervallbreite, dann kriege ich diese Rechteckfläche und wenn ich die alle aufsummiere, bekomme ich das Intervall von der Treppenfunktion. Das ist wie gesagt einfach dieses Aufsummieren dieser Säulen, ja, dieser Rechtecke. Und das kann ich jetzt hinschreiben. Und durch die Voraussetzung, wenn phi n gleichmäßig gegen f konvergiert, dann ist dieses Intervall auch immer wohl definiert. Und, also das ist sowieso wohl definiert für jede Treppenfunktion. Aber was dann eben gilt, dass dann auch dieser Ausdruck hier für n gegen unendlich konvergiert. Und zwar gegen einen festen Wert, gegen einen festen Zahlenwert. Und diesen Zahlenwert nennen wir das Cauchy-Integral von der Funktion f. Okay? Das machen wir jetzt. Das können wir einfach hinschreiben, das ist jetzt schon fast fertig, das Beispiel. Das heißt, jetzt habe ich noch was vergessen hinzuschreiben. Es gilt nämlich für Regelfunktionen, und das zeige ich nochmal kurz her, also es sind ja viele Begriffe, die man da irgendwie verbinden muss. Für diesen Fall, dass es eine Treppenfunktion gibt, die gleichmäßig in die Funktion f konvergiert. Es ist wieder 13.05. im Skriptum. Da gilt dieser Satz hier, Approximationssatz für Regelfunktionen. Und das ist ein genau dann Wenn-Satz, das ist da dick und fett markiert. Es gibt, wenn es, ich lese das jetzt von rechts nach links, wenn es eine Folge von Treppenfunktionen gibt, die gleichmäßig gegen die Funktion f konvergiert, genau dann ist f eine sogenannte Regelfunktion. Okay, das wollen wir haben. Ne? Also Regelfunktion. So, das ist damit eben gesichert, dass das eine Regelfunktion ist. Und wir haben das jetzt umgekehrt gemacht, wir haben einfach eine Treppenfunktion gesucht, die die gleichmäßige Konvergenz gegen f erfüllt, damit ist automatisch f eine Regelfunktion. Ja. Ich habe dazu Approximationssatz und f ist eine Regelfunktion auf dem Intervall von 0 bis b. Und damit können wir weiterarbeiten. Denn
schaue ich mir dieses Intervall an, Integral an. Das Integral von 0 bis b von der Funktion f von x dx nach diesem Cauchy-Integralbegriff ist jetzt der Limes von dem Integral der Treppenfunktion phi n. Ja? Und dieses Integral der Treppenfunktion, das kann ich einfach hinschreiben. Das ist für jede Treppenfunktion, kann ich das einfach so als Summe aufschreiben, die Summe von k gleich 0 bis n minus 1, wir werden gleich sehen, warum bis n minus 1 und nicht bis n, phi n von x mal Delta xk. Ja? Delta x, da fehlt was, entschuldige. Phi n von xk. Mal Delta xk. Also das ist einfach ein konstanter Wert. Und das haben wir definiert über f von, so wo steht's? Da steht's, ja. Das haben wir definiert eigentlich als f von xk. Schreibe ich noch dazu. Also das ist f von xk gleich konstant. Und das Delta xk, das ist immer der gleiche Wert. Das schreibe ich da oben noch dazu. Delta xk ist einfach die Intervallbreite, die ist auch konstant b durch n. Ja, das ist die Breite von einem dieser Intervalle. Das ist in dem Fall konstant. Das muss aber nicht so sein. Das ist nur deswegen der Fall, weil wir die äquidistante Zerlegung genommen haben. Ja, ansonsten müsste man es halt irgendwie anders hinschreiben. Das ist hier b durch n wegen äquidistanter Zerlegung. Gut, und jetzt setzen wir ein, dann sind wir auch schon fertig. Wenn man so den Limes n gegen unendlich. Ach ja, was ich noch vergessen habe. Ich beginne hier bei k gleich 0. Warum? Ja, weil ich den nullten Funktionswert haben will. Also den Funktionswert an der Stelle x0. Und der letzte Funktionswert, den ich haben will, ist der Funktionswert an der Stelle x n minus 1. Ja, wenn wir nochmal raufschauen in die Skizze. Der Funktionswert an der Stelle xn minus 1, das wäre der hier, der geht bis zum Ende. Ja, der letzte Punkt ist mir eh egal, weil ein einzelner Punkt, der hat ja darunter keine Breite, auf der dieser Funktionswert angenommen wird. Also dieser letzte Punkt, der könnte auch da unten liegen oder da oben, völlig egal. Der trägt ja sowieso nichts bei, weil das Intervall, auf dem er definiert ist, das Intervall hat die Breite 0, also ein einzelner Punkt. Gut, also jetzt setzen wir ein, f von xk ist b mal k durch n zur zweiten Potenz mal, und die Intervallbreite ist b durch n. Ja, einfach eingesetzt, und der Rest ist jetzt im Prinzip Autopilot. Ich kann ja sofort einmal das b Quadrat, b hoch 3, das da drinnen vorkommt, vor das Integral. B ist eine konstante Zahl, das ist meine obere Intervallgrenze, die hat nichts mit der Summe und nichts mit dem Limes zu tun. Die kann ich gleich herausheben. Was kann ich noch machen? Ich kann das 1 durch n hoch 3, das da drin vorkommt, ich schreibe das vielleicht dann nochmal hin, damit es ersichtlicher ist, also das ist b hoch 3 mal k Quadrat durch n hoch 3, wenn ich das zusammen multipliziere. Das n hoch 3 hat wiederum nichts mit der Summe zu tun. Ja, weil das n ist ja nicht der Laufindex der Summe. Also ich kann 1 durch n hoch 3 vor die Summe heben. Und dann bleibt in der Summe nicht mehr viel übrig, außer das k Quadrat. Okay, wir haben also die Summe der Quadratzahlen der ersten n minus 1. Ich kann natürlich hier bei k gleich 1 anfangen, weil der nullte Summand ist 0.
Ja, den kann ich gleich weglassen. Und diese Summe der Quadratzahlen, die werde ich jetzt nicht herleiten, das habt ihr im Wintersemester irgendwann einmal als Übungsaufgabe wahrscheinlich gehabt oder irgendwo gesehen. Dafür gibt es eine Formel, ja, die verwendet man da jetzt einfach. Formel für Summe der Quadratzahlen aus dem Wintersemester. Ja, die verwenden wir jetzt hier. Wir haben immer natürlich noch das b hoch 3 da stehen. Wir haben immer noch den Limes n gegen unendlich von 1 durch n hoch 3, was auch immer bei mal, was auch immer bei der Summe rauskommt. Und das, was bei der Summe da drinnen steht, ist n minus 1 mal n mal 2n minus 1. Ja? Beziehungsweise wenn die Summe bis n gehen würde, wird da stehen n mal n plus 1 mal 2n plus 1. Ja? Das stimmt aber noch nicht ganz. Da kommt noch ein dividiert durch 6 dazu. Okay, vielleicht kommt euch das irgendwie noch bekannt vor, ja, dass ihr das irgendwann einmal im Wintersemester bewiesen habt. Und naja, ohne das jetzt lang und breit zu rechnen, dieser Limes hier, also wir sehen, das da hat ungefähr die Größenordnung 2n hoch 3. Okay? Man kann das natürlich auch mit den Grenzwertrechenregeln ein bisschen und Kürzen noch exakter machen, aber das sind Zähler, geht ungefähr gegen 2n hoch 3. Dann geht der Ganze, dann geht das Ganze, da ist dann n hoch 3 durch n hoch 3 mal 3, wenn ich den 2 herauskürze. Ja, die n hoch 3 kürzen sich raus, dann geht das Ganze gegen ein Drittel. Oder gegen 2, ich schreibe es hier mit 2 Sechstel, damit es ein bisschen leichter ist zum Lesen. Also das geht gegen 2 Sechstel, weil sich die n hoch 3 wegkürzen, bis auf die unbedeutenden Teile niedrigerer Potenzen. Ja? Und dann geht das Ganze tatsächlich gegen b hoch 3 Drittel. Und Wahnsinn, jetzt haben wir endlich das geschafft, aber es ja eigentlich eh schon seit der 8. Klasse wisst, dass das Integral von x² von 0 bis zu einer Stelle b hoch 3 Drittel ist. Ja, also ein wahnsinniges Ergebnis, das wir da geschafft haben mit diesem neuen Integralbegriff. Also es funktioniert scheinbar, zumindest bei dem Beispiel. Das ist also das altbekannte Ergebnis für das Integral von x² dx. Okay. So, das war es im Wesentlichen bei diesem Beispiel. Und jetzt seid wieder ihr gefragt, denn ich bin mir sicher, irgendwelche Fragen sind noch offen geblieben. Also bitte, bitte meldet euch dazu. Na gut, sonst mache ich einmal weiter. Ja, also, ihr könnt natürlich immer noch schreiben, nachdem die Uhr jetzt schon 19.08 Uhr schlägt. Schaue ich gleich weiter zu dem, was noch folgen soll, was ich für heute geplant habe. Also das, was mit dem Cauchy-Integral, ihr seht, da ist ein langer Prozess dahinter, wenn man das wirklich mal durchrechnet. Aber es ist einmal ein erster Schritt, um dieses theoretische Werkzeug zu haben. Und der nächste Schritt, werdet ihr sehen, ist das Riemann-Integral. Das ist noch ein bisschen was Allgemeineres als dieses Cauchy-Integral. Das habt ihr in der Schule mit diesen Ober- und Untersummen kennengelernt. Ja, und dann gibt es noch weitere Integralbegriffe. So, wir schauen jetzt gleich zur nächsten Sache, jetzt nämlich mal abseits von den Integralen selber. Mal nur zu den Regelfunktionen, die ich hier schon angeschnitten habe. Das werde ich jetzt ein bisschen skizzenhafter machen. Warum? Weil ihr im Prinzip diesen Sachverhalt, den ich hier, zumindest den Sachverhalt in B,
glaube ich, in der Vorlesung schon gemacht habe, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ich werde es da jetzt auf eine andere Art und Weise noch beleuchten und im Zuge dessen ein paar Dinge diskutieren, ein paar Dinge reflektieren, die so im Laufe der letzten Wochen und Monate vorgekommen sind. Es geht hier um diese Regelfunktionen. Wir haben zwar jetzt eine äquivalente Bedingung dazu gesehen, dass f eine Regelfunktion ist, also dass eine Funktion eine Regelfunktion ist, wenn ich nämlich so eine gleichmäßig gegen f konvergente Treppenfunktion finde. Ja, also das haben wir schon gesehen. Definiert ist aber die Regelfunktion anders, nämlich dadurch, dass auf dem Intervall, auf dem die mutmaßliche Regelfunktion definiert ist, die linksseitigen und rechtsseitigen Grenzwerte überall existieren. Natürlich bis auf die Randstellen, da gibt es dann nur entweder den rechtsseitigen oder den linksseitigen. Ja, das ist eine Regelfunktion, die ist so definiert. Und wir wollen jetzt im Prinzip als Ziel, wollen wir zeigen, die besitzt, also eine Regelfunktion besitzt höchstens abzählbar viele Sprungstellen. Das ist unser Ziel. Und das machen wir über den Zwischenschritt hier im Punkt A. Und im Punkt A ist eine kurze Argumentation, wo es darum geht, zu zeigen, dass jede Stelle im Inneren des Intervalls, auf dem die Regelfunktion definiert ist, und zu jeder Fehlerschranke Epsilon eine Umgebung von x0 existiert, die keine Sprungstellen der Höhe Epsilon oder größer enthält, außer x0 eventuell selbst. Und interpretieren wir das vielleicht einmal ganz kurz, was das heißen soll. Ich habe irgendeine Stelle x auf dem Zahlenstrahl da unten, x0, ja. Und die Behauptung ist jetzt, dass ich eine Umgebung finden kann, die klein genug ist, sodass diese Funktion, diese Regelfunktion, dass die nirgendwo Sprünge macht, die größer sind als eine Zahl Epsilon. Wenn ich jetzt aber das Epsilon beliebig wählen kann, ja, dann würde es ja bedeuten, ich finde immer eine Umgebung, wo die Funktion quasi stetig ist. Ja, also es ist kein Begriff, der da wirklich formal verstanden sein soll, aber wenn diese Fehlerschranke klein genug gewählt werden kann, dann wird es ja heißen, in diesem Intervall macht die Funktion keine nennenswerten Sprünge, außer Sprünge, die kleiner sind als eine Zahl Epsilon. Ja, vielleicht da irgendwie ein ganz winziger Sprung. Wenn ich aber Epsilon klein genug wählen kann, dann kann ich auch immer Intervalle finden oder Umgebungen von dieser Zahl x0, wo keine nennenswerten Sprünge sind. Außer in x0 vielleicht selber. Also das habe ich vergessen. In x0 selber schon. Aber drumherum nicht. Gut. Das zeigen wir jetzt einmal ganz kurz. Das ist wirklich eine schnelle Sache. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen zum Aufschreiben ist. Formal bedeutet das jetzt eben, was wir da gerade gesagt haben. Für alle x0 aus dem Intervall AB, auf dem die Regelfunktion definiert ist, für Beispiel A jetzt einmal, und für alle Epsilon größer 0 gilt, wenn x1 und x2 Zahlen sind aus, und ich werde mir da vielleicht doch ein bisschen mehr Platz lassen, also das ist zu zeigen. Für alle Zahlen aus dem Intervall AB und für alle Fehlerschranken Epsilon gilt, wenn x1, x2 entweder aus dem Intervall ist x0 minus eine Zahl Delta. Da existiert eine Zahl Delta. Ja, also die Zahl Delta, die beschreibt unsere Umgebung. Also, wenn ich dann zwei Zahlen wähle aus dem Intervall von x0 minus Delta bis x0, ja, also das ist eine Umgebung, die, also das was hier steht, ist eine Umgebung links von der Zahl x0. Oder wenn x1, x2 ein Element ist von der Teilumgebung rechts von x0, also Intervall von x0, bis x0 plus Delta. Und ich sehe schon, ich habe zu wenig Platz. Das kann man zum Glück am Computer so elegant lösen. Da
wenn man es einfach zusammenschiebt. Wenn das gilt, dann folgt, dass der Abstand der zugehörigen Funktionswerte kleiner als Epsilon ist. Ja, das ist gesagt, ich habe nirgendwo in einer Umgebung um die Zahl x0 habe ich Unterschiede zwischen zwei Funktionswerten größer gleich Epsilon. Ja. Alle sind kleiner gleich Epsilon, sofern die Argumente beide links sind oder beide rechts. Ja, das ist die Idee. Weil wenn jetzt in x0 selber wirklich eine Sprungstelle ist, ich zeige das kurz her, dann die Funktion ist nur ein Gegenbeispiel. Ja. Wenn ich da jetzt zwei Werte links und rechts nehme, die haben natürlich schon eine Differenz, die größer ist als irgendeine Fehlerschranke Epsilon. Ja, also wenn ich vielleicht Epsilon so groß wähle, dann wäre natürlich der Sprung hier größer. Aber links davon oder rechts davon mache ich nirgendwo Sprünge, die größer sind als Epsilon. Ja. Bei diesem Gegenbeispiel. Gut, aber wie beweisen wir das? Das ist jetzt extrem leicht zu beweisen eigentlich, weil es gilt für eine Regelfunktion per Definition. Und da haben wir ja die Menge der Regelfunktionen ist ja angegeben mit einem schönen R. Also für ein F aus der Menge der Regelfunktionen, aus dem Intervall von A nach B, Intervall AB, existieren überall links und rechtsseitige Grenzwerte. Ich schreibe das jetzt da salopp hin. Natürlich bei den beiden Intervallgrenzen A und B, da existieren nur der rechtsseitige bzw. der linksseitige Grenzwert, aber sonst im Inneren existieren überall beide Grenzwerte. Die müssen nicht unbedingt gleich sein. Also es müssen nicht unbedingt die Grenzwerte existieren, die beidseitigen, aber die links- und die rechtsseitigen Grenzwerte kann man durchführen. Und dort, wo eben die links- und die rechtsseitigen nicht gleich sind, das nennt man die Sprungstellen. Also was heißt das? Ja? Per Definition. Ja? Per Definition der Regelfunktion. Das heißt nichts anderes als für alle x-Element, ich nehme jetzt eben das Innere vom Intervall einmal, ja, x0, gilt der linksseitige Grenzwert, also x geht von links gegen x0, das schreibt man so hin, zum Beispiel gibt es auch andere Schreibweisen, f von x, das nenne ich jetzt einfach Alpha, damit wir eine Abkürzung haben, und Limes von rechts, das nenne ich jetzt Beta, die existieren. Okay. Gut. Jetzt haben wir mal unsere Schreibweise gewählt. Ich suche mir jetzt also eine beliebige Stelle x0 aus. Ja? x0 aus dem Inneren dieses Intervalls beliebig und Epsilon größer 0 beliebig. Und jetzt wollen wir einfach zeigen, was da oben steht in der ersten Zeile. Ja, also das ist jetzt einfach die relativ direkte Herangehensweise. Was gilt jetzt da? Die Definition der linksseitigen Grenzwerte, die liefert, es existiert eine Zahl Delta, die nenne ich jetzt Delta minus größer 0, so das gilt, wenn x in der linksseitigen Delta-Umgebung ist von x0, also x0 minus Delta minus, bis x0
dann sind die Funktionswert, dann ist der Funktionswert vom linksseitigen Grenzwert kleiner als Epsilon verschieden. Ja, also ihr seht eh schon, das ist im Prinzip für alle Stellen x0 und für alle Epsilon größer 0 gibt es ein Delta, bla 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 bla. Schaut völlig gleich aus im Prinzip wie die Grenzwertdefinition. Jetzt haben wir allerdings nur eine linksseitige Umgebung, weil wir ja nur den linksseitigen Grenzwert hier festmachen. Ja. Und es gibt auch ein Delta plus größer 0, sodass im Prinzip das gleiche gilt, nur für die rechtsseitige Umgebung von diesem x0. Ja, und da ist natürlich, die Funktionswerte sind dann vom rechtsseitigen Grenzwert kleiner als Delta verschieden. Also das ist jetzt und das, ja, des rechtsseitigen Grenzwerts. Die wird jetzt einfach hingeschrieben und für den kleineren der beiden Werte, ich nenne ihn jetzt einfach Delta, also das ist das Minimum, Delta minus Delta plus gelten beide Ungleichungen. Ja, warum? Weil natürlich, wenn ich da das Delta minus und durch ein Delta ersetze und da das Delta plus, also ich ersetze einfach bei einem der beiden das durch den kleineren Wert, ja, habe ich eine kleinere Umgebung, da gilt natürlich die Ungleichung da rechts immer noch. Ja. Das ist die Idee, die ich damit transportieren wollte. So, jetzt gelten eben beide Ungleichungen und in weiterer Folge können wir jetzt Folgendes hinschreiben. Für x1, x2 Element, schauen wir es uns einmal für die linksseitigen Grenzwerte an, also aus diesem Intervall gilt dann, und wir verwenden jetzt wieder einen Trick 17, den wir schon tausendmal gesehen haben, ich schaue mir die Differenz dieser beiden Funktionswerte an. Und die kann ich einfach erweitern durch eine Zahl Alpha. Also ich ziehe Alpha ab und dann addiere ich Alpha wieder dazu. Das schreibe ich jetzt aber wie gesagt hier gleich mit einem doppelten Minus hin. Jetzt sehen wir, Minus und Minus ergibt Plus. Das heißt, diese Alphas würden Sie wieder rauskürzen und es steht das gleiche da wie vorher. Das kennen wir schon, haben wir schon hundertmal gesehen im Zusammenhang mit Cauchy-Folgen. Und hier können wir die Dreiecksungleichung anwenden. Ja, also immer das gleiche. Und den Zwischenschritt, irgendwann kennt man das dann schon und schreibt es gar nicht mehr hin. Aber das ist dann kleiner gleich f von x1 minus Alpha Betrag plus Betrag f von x2 minus Alpha. Ja. So, ich schiebe das da wieder ein bisschen zusammen. Gut, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier die Differenz von Funktionswert an einer Stelle x1 minus Alpha. Ja? Minus dem linksseitigen Grenzwert. Na, jetzt schauen wir aber ein paar Zeilen einfach darüber. Dieses x1, das ist ja aus dieser Umgebung hier drinnen. Ja? Entweder aus dieser ganzen Umgebung oder wenn das Delta plus ein kleinerer Wert war als Delta minus, dann ist die Umgebung mit dem Delta hier noch kleiner. Ja? Aber auf jeden Fall gilt diese Ungleichung. Und, da oben sollte ich vielleicht besser Epsilon halbe schreiben. Also das wissen wir ja, ich da jetzt Epsilon stehen, aber da Epsilon halbe ist völlig egal. Ja. Dann ist da unten, da ist da kleiner als Epsilon halbe plus Epsilon halbe gleich Epsilon. Nur nochmal zur Erinnerung. Wenn irgendwas beliebig klein wird, also kleiner als jedes Epsilon, dann auch kleiner als Epsilon halbe. Ja, das ist völlig klar. So, was haben wir jetzt gezeigt? Ja, jetzt haben wir genau das gezeigt, was da oben steht, wenn diese,
diese Prämisse hier gilt. Ne? Wenn das hier gilt, dann folgt offensichtlich, dass das hier gilt. Und für den Rechts, für die rechte Seite, für das rechte, für den rechten Teil dieser Umgebung, dieser Delta-Umgebung, zeigt man das völlig gleich. Ja? Also analog für x1, x2 Element dieses rechten Teilintervalls und den rechtsseitigen Grenzwert Beta. Ja? Und damit sind wir fertig. Ich schreibe das da dazu. Sternchen wurde damit gezeigt. Das ist also einfach, wo ich oben hingeschrieben habe, was die formale Definition ist von, oder die formale Schreibweise von dem, was wir eigentlich zeigen wollen. Das haben wir jetzt gezeigt, dass diese Eigenschaft hier zutrifft. Ja? Okay. Ich frage mal wieder zwischen nach. Ich zeige das da unten her. Wie gut war das nachvollziehbar von eurer Seite aus? Soll ich da noch was dazu sagen? Ich werde in der Zwischenzeit, gehen wir mal wieder zurück zu unserem Arbeitsblatt und Punkt Nummer B ist ja eigentlich das, wo wir hinaus wollen, und da können wir uns jetzt direkt auf den Punkt A zurückgreifen, und indem wir uns sozusagen erinnern an ein paar Dinge, die schon vielleicht länger her sind. Ja, also das wird jetzt unser Vorgehen sein bei diesem Punkt B. Denn jede Regelfunktion soll laut Behauptung nur abzählbar viele Sprungstellen besitzen. Das gehen wir folgendermaßen an. Und das ist natürlich immer viel leichter, das jetzt da vorzurechnen, wenn man schon weiß, wie es geht, oder vorzubeweisen. Da muss man schon einige Dinge zusammentragen, um so einen Beweis auch zu finden. Ja, das ist schon nicht ganz einfach, wenn man kein erfahrener Mathematiker oder Mathematikerin ist. Paar Semestern, da geht dann schon vieles einfacher. Aber wie könnte man das angehen? Gehen wir nochmal zurück zu unserem ersten Punkt, den wir schon bewiesen haben. Jetzt haben wir gezeigt, dass zu jeder Stelle im Inneren des Intervalls, ja, ich sollte da vielleicht noch was hinzuschreiben, für Randpunkte auch analog. Ja. Wir haben da oben bei dem Beweis von A, haben wir eigentlich nur Punkte zwischen, also ohne A und B angeschaut. Ja, Punkte A und B. Da muss man sich dann natürlich auch nur einen Grenzwert anschauen. Ja, das ist also entweder den links- oder den rechtsseitigen. Gut, aber jetzt, was haben wir hier gezeigt? Es gibt jetzt da zu jeder Stelle in diesem Intervall und zu jeder Fehlerschranke immer eine Umgebung, die keine Sprungstellen der Höhe Epsilon oder größer enthält. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir uns einfach die Menge anschauen von allen Sprungstellen, die größer gleich einer bestimmten Höhe Epsilon sind, dann würde uns das ja irgendwo schon weiterhelfen, wenn wir nämlich zeigen können, lass mich kurz überlegen, wie ich das am besten formuliere. Also schauen wir uns den Begriff Sprungstelle mal kurz an. Also der Begriff Sprungstelle,
Lass mich mal kurz überlegen, wie ich das am besten noch vorbereite. Und zwar, wenn ich jetzt also die Menge der Sprungstellen anschaue, die größer sind als eine bestimmte Schranke, dann kann ich ja zu allen diesen Sprungstellen mir diese Umgebungen anschauen. Ja, diese Umgebungen anschauen. Und eventuell dann drauf kommen, dass das immer nur endlich viele sein können. Ja, das ist einmal so eine Grundidee. Wenn es mir gelingt zu zeigen, dass dieses Intervall AB nur endlich viele Sprungstellen hat der Größe, also der Höhe größer einer Zahl Epsilon oder größer gleich, dann müsste ich ja nur überlegen, ob dann die Vereinigung von diesen endlichen Mengen, ob die dann abzählbar viele Elemente enthält. Also das ist unser Plan. Ich hoffe, es wird dann im weiteren Verlauf dieses kleinen Beispiels noch ein bisschen klarer. Ja? Aber da werden, wie gesagt, ein paar Begriffe verarbeitet, die wir schon gesehen haben, aber vielleicht noch nicht so viel Zeit damit verbracht haben. Also schreiben wir es einmal hin. Wir kommen dann auch gleich zur Interpretation dieser Reelfunktion nochmal zurück. Ich definiere jetzt eine Funktion, eine Menge. Für eine Zahl Epsilon größer 0. Die Menge M größer gleich Epsilon, das ist so im Index drinstehen, so dass also diese Menge M größer gleich Epsilon enthält Zahlen Xi im Intervall AB, sodass Xi Sprungstelle ist, mit Höhe größer gleich Epsilon. Okay? Das ist die Idee. Also da sind alle Sprungstellen drinnen, die eine gewisse Höhe überschreiten. Nur um das nochmal festzuhalten, was das heißen soll. Das heißt, in jeder Umgebung von so einer solchen Sprungstelle, Xi, gibt es eine andere Zahl. So, wie nehmen wir die jetzt? Nehmen wir es mal Zeta, ja, das verwende ich so selten. Ein Zeta mit der Eigenschaft, dass die Differenz der Funktionswerte größer gleich Epsilon ist. Ja, das ist die Idee. Okay, und jetzt schauen wir uns diese Menge an. Wir haben ja gesagt, unser Plan ist, wir wollen zeigen, dass diese Menge nicht unendlich oder dass sie endlich viele Elemente enthält. Und da könnten wir zum Beispiel einen Widerspruchsbeweis ansetzen, indem wir annehmen, das ist eine unendlich große Menge. Ja, also angenommen, es gibt unendlich viele Sprungstellen der Höhe größer gleich Epsilon. Das sind ja dann wirklich auch substanzielle, wenn das wirklich unendlich viele wären. Diese Sprungstellen, die größer sind als irgendeine festgewählte Zahl, wäre ja nicht blöd. Das wäre eine ganz unregelmäßige Funktion, die sich einfach schlecht benimmt. Ja, also ein ziemlich schlechtes Benehmen, wenn die unendlich oft irgendwie so hin und her springt und Sprünge macht, die wirklich eine substanzielle Größe haben. Eine substanzielle Sprunggröße, nämlich eine, die größer ist als Epsilon. Ja. Also angenommen, m größer gleich Epsilon, diese Menge,
hat unendlich, schreiben wir das aus, unendlich viele Elemente. Was bedeutet das? Naja, jetzt müssen wir ein bisschen zusammenfassen und Eigenschaften sammeln. Wir wissen, diese Menge ist einmal sicherlich eine Teilmenge vom Intervall AB. Weil es enthält einfach die Sprungstellen von Funktionen, die auf diesem Intervall definiert sind. Und wir wissen aber weiter, dass diese Menge kompakt ist. Oder ist kompakt. Das wissen wir. Und jetzt denken wir zurück, was kompakte Mengen so für Eigenschaften haben. Und insbesondere gilt ja dort diese Bolzano-Weierstrass-Charakteristik. Dass nämlich jede Teilmenge einer kompakten Menge Häufungspunkte besitzt. Also das ist wieder ein Motiv, diese Bolzano-Weierstrass-Eigenschaften, das immer wieder kommt. Die Menge m größer gleich Epsilon hat einen Häufungspunkt. Bolzano Weierstrass. Wir haben das erste Mal von Bolzano Weierstrass gehört im Wintersemester, irgendwann gegen Weihnachten rum, dass auf beschränkte Folgen komplexer Zahlen, dass die immer einen Häufungspunkt haben, beziehungsweise eine konvergente Teilfolge. Und jetzt wird das halt auf Mengen übertragen, das kennen wir jetzt schon seit, ich glaube, im März haben wir das gemacht. Gell? Also diese Menge hat einen Häufungspunkt, gehen wir dem auch einen Namen, Häufungspunkt H. Ja, warum nicht? Und naja, was ist die Eigenschaft von einem Häufungspunkt? Für einen Häufungspunkt H gilt, die Eigenschaft von Häufungspunkten ist ja, Häufungspunkt der Menge m größer gleich Epsilon, dass in jeder Umgebung, wir brauchen dabei eine Metrik, das dürfen wir nicht vergessen, also diese Häufungspunkte, damit die überhaupt wohl definiert sind, brauche ich einen metrischen Raum, der mir da zugrunde liegt. Das sind die hier überhaupt kein Problem mit den reellen Zahlen und der Betragsfunktion. Ja, das ist egal, ich muss Abstände messen können. Und für so einen Häufungspunkt gilt jetzt, in jeder Umgebung liegen Elemente, liegen noch weitere Elemente. Ja? Also in jeder Umgebung wie nennen wir die jetzt? H minus Gamma bis H plus Gamma. Also das ist wieder einfach eine Gamma-Kugel in dem Fall. Ja, also in jeder Umgebung liegen noch weitere Elemente. Ja? Weitere, also Häufungspunkt H von der Menge natürlich. Ja. Da liegen noch weitere Elemente von m größer gleich Epsilon. Ja. Außer H selbst. Das wäre ja sonst fade. Gut, in jeder Umgebung von H liegt selber, das wollen wir aber nicht. Es liegen noch andere dort. Das ist jetzt aber ein Problem, das ist ein Widerspruch. Wir sehen auch gleich warum. Weil es gibt also in
jeder Umgebung von H eine Sprungstelle mit Höhe größer gleich Epsilon. Und warum ist das ein Widerspruch? Schauen wir nochmal rauf zu unserem Punkt Nummer A. Unser Punkt Nummer A besagt, zu jeder Stelle im Intervall, wurscht welche das ist, so, natürlich auch die Elemente der Menge m, die ich da definiert habe, ja, zu jedem gibt es eine Umgebung, die keine Sprungstelle der Höhe Epsilon oder größer enthält. Und das widerspricht das jetzt, ja, weil diese Umgebung kann es da nicht geben, wenn in jeder Umgebung eine Sprungstelle größer gleich Epsilon ist. Und damit hätten wir schon unseren Widerspruch gezaubert und wären dann schon fast fertig. Das ist nochmal ganz eine Formalität. Das ist also ein Widerspruch. Widerspruch zu Punkt A. Und damit ist nicht die Annahme falsch. Diese Menge enthält für jedes Epsilon größer 0 nur endlich viele Elemente. Gut, das wissen wir. Was machen wir jetzt? Wenn ich mir jetzt einfach diese Menge anschaue, für alle Epsilon, die möglich sind, und die Vereinigung darüber bilde, dann habe ich ja alle Sprungstellen gefunden, die, also wirklich alle Sprungstellen gefunden. Das ist die Idee. So, also ich schaue mir an, die Vereinigung für Epsilon größer 0 über alle diese Mengen. Enthält dann alle Sprungstellen von der Funktion f. Ja. Wir erinnern uns, diese Menge, die gibt uns alle Sprungstellen mit der Höhe größer gleich Epsilon. Wenn ich jetzt aber diese Marge, ja, diese Höhe des Sprungs beliebig klein werden lasse und dann halt alle diese Mengen vereinige, kriege ich alle. Diese Menge, nachdem die aber ein bisschen blöd geschrieben ist, schreiben wir ein bisschen um. Ich muss das ja nicht irgendwie kontinuierlich machen. Ich kann diese Menge auch ganz anders schreiben. Ich kann diese Menge nämlich schreiben als die Menge, die Vereinigung, beginnend bei k gleich 1, ja, völlig egal, über unendlich. Und nehme nur die Mengen m größer gleich 1 durch k. Das ist jetzt ein bisschen ein Spagat, dass das die gleiche Menge ist. Denkt einmal selber kurz drüber nach, dass diese Mengen die gleichen sein müssen. Weil alle Sprungstellen, gehen wir mal durch, alle Sprungstellen, die größer gleich 1 sind, die bekomme ich im Prinzip, wenn ich vereinige über alle diese Mengen für Epsilon gleich 1. So. Wenn ich jetzt weitermache mit der Menge m größer gleich 1/2, dann bekomme ich die Vereinigung über alle größer gleich 1/2. Ja, alle Sprungstellen mit der Höhe größer gleich 1/2. Die noch größere Sprünge machen, also die Stellen, bei denen noch ein größerer Sprung passiert, die sind ja eh dabei in den späteren Mengen. Ja, für ein größeres k sind die ohnehin mit dabei. Deswegen ist das Gleiche. Und jetzt sind hier also alle Sprungstellen drinnen. Diese enthält dann als
abzählbare Vereinigung. Von endlichen Mengen höchstens abzählbar viele Elemente. Gut. Und das war's. Das war's tatsächlich. Das so und vielleicht als letzten Punkt. So eine Regelfunktion hat höchstens abzählbar viele Sprungstellen. Und das ist es jetzt tatsächlich gewesen. Letzte kurze Kommentar, es ist jetzt genau, fast genau 1945, das war ja fast die Punktlandung heute. Letzte kurze Bemerkungen noch. Diese, was soll ich jetzt sagen, diese Regelfunktionen, die haben auch einen anderen Namen, die werden gleich auch sprungstetige Funktionen genannt. Ja. Die sind ein bisschen was allgemeiner, das ist die Treppenfunktionen. Die Treppenfunktionen, die haben ja wirklich nur endlich viele Funktionswerte und damit klarerweise nur endlich viele Sprünge. Das liegt auf der Hand. Treppenfunktionen sind immer auch Regelfunktionen. Und diese Regelfunktionen, die sind, wie gesagt, etwas Allgemeineres, die müssen nicht stückweise konstant sein, aber zumindest stückweise stetig. Ja, die sind stückweise stetig zumindest. Die haben also, was die Sprünge betrifft, ein kontrolliertes, well-behaved, sagt man auf Englisch ganz gerne dazu, im Mathematikkontext Verhalten. Und es ist für die Integralrechnung nicht unwesentlich, vor allem wenn man da ein theoretisches Fundament aufbauen will. Weil jetzt, wir haben sie vorher schon gesehen, bei diesen Treppenfunktionen, da kann ich einfach sagen, ich habe diese Säulenblöcke und die Fläche von diesen Rechtecken halt, die summiere ich auf und das ist dann mein Integral, meine Fläche unter der Kurve. Bei den sprungstetigen Funktionen kann ich das immer noch machen, weil ich sage, diese Sprungstellen, diese höchstens abzählbar vielen, die nehmen mir bei dem Intervall, über das ich integrieren will, keine Länge weg, könnte man so sagen. Also wenn ich da einzelne Punkte, abzählbar viele Punkte habe, wo die Funktion halt hin und her springt, dann kann ich trotzdem, auch das ist jetzt nur schwammig von mir für die Vorstellung formuliert, kann ich immer noch passende Rechteckchen hineinschummeln zwischen die Sprungstellen und so ein Integral bekommen. Also die sind immer noch ganz gut und man kann mit denen integrieren, so wie wir auch gesehen haben beim Cauchy-Integral. Und wir sehen, es hängt auch zusammen mit der gleichmäßigen Konvergenz der Treppenfunktionen zu so einer Regelfunktion. Es ist sich jetzt das letzte Beispiel nicht mehr ausgegangen, das werde ich vielleicht nachholen. Vielleicht mache ich ein Video mal, ich habe schon länger kein Video mehr gemacht, vielleicht mache ich ein Video dazu, aber das ist ein ganz kurzes, aber ich mache es vielleicht auf das nächste Mal am Anfang, in 2 Wochen, zeige nur ganz kurz noch her, worum es da geht. Da geht es eben darum, dass man sich eine Funktion anschaut, die Dirichlet-Funktion, die eben nicht Cauchy integrierbar ist und auch nicht Riemann integrierbar. Ihr könnt ja mal kurz drüber nachdenken, warum dieses Cauchy-Integral, das wir heute gesehen haben, bei dieser Funktion nicht berechnet werden kann. Ihr könnt mal drüber nachdenken, ohne das jetzt irgendwie formal aufzuschreiben. Auch für, wenn man es aufschreibt, ist auch ganz kurz begründet. Denkt darüber nach. Ja, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.